Ja, Martina, heute haben wir aber viele Nachrichten für unsere lieben ZuschauerInnen. Oh, das wird eine lange Sendung. Ja, aber ich freue mich ja. Ich habe sie ja schon vermisst. Ich weiß nicht, meinst du, sie haben mich auch vermisst, Martinachen? Was meinst du? Was ist denn? Nein, du weißt das nicht. Nein, ist egal, ja. Ja, aber Hauptsache... Ich setze mich lieber hin. Du setzt dich lieber hin? Ja, das könnte länger werden heute. Ist ja ein richtiger Stau, da hat sich ja einiges angestaut. Ja, boah. Ja, lass uns mal drehen. Wo bist du denn? Ach, da. Ah, du drehst ja schon. Na, Freunde, hier ist Robert Götz Matuszewski, der Facility-Manager. Mensch, wie sehe ich denn aus? Ist ja alles schief und krumm hier. Facility-Manager vom Deutschen Bundestag. Ja, ich bin aber nicht im Bundestag. Ich bin auf Reisen. Ich hatte ja angekündigt, Martina, meine Frau Martina, ihr kennt sie ja. Martina hat gesagt, Robert Götz, am 31. Juli hast du Geburtstag und das wird gefeiert. Da gibt es eine Überraschung. Sie hat mich überrascht. Es fängt mit L an. Ich bin ein wenig enttäuscht. Das ist nicht Luckenwalde geworden. Ich hatte ja gehofft. Aber ist Las Vegas geworden. Ist auch nicht schlecht, oder? Ja. Oh, da gab es ja schon zwei Kommentare. Wirklich war zwei. Ich hatte schon zwei Kommentare. Ja. An der Stelle Grüße gehen raus. Ja, und zwar. Ja, hier, hier. Las Vegas, du unterstützt die Besatzer. Ja, wo geht's denn als nächstes mal hin? Nach Israel. Ja, schön, sowas muss es auch geben. Ja, getrieben vom Neid. Aber Neid ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wenn man nichts anderes kennt. So, jetzt geht's los. Die australische Regierung veröffentlicht Bericht über Chargentest der Corona-Impfung. Ja, Freunde, das ist Demokratie, Demokratie, gelebte Demokratie. Also die haben mit offenen Karten. Man spielt jetzt nach 4 Jahren in Australien mal ganz mit offenen Karten und veröffentlicht jetzt ganz demokratisch alle Unterlagen über den Chargentest der Covid-Impfung. Ja, hat man veröffentlicht. Ja, kann jetzt jeder nachlesen. Misslich nur, dass jedes einzelne Wort, jede einzelne Zeile, alle Seiten zu 100% geschwärzt wurden. Ja, Grüße gehen raus nach Australien. Schön. Ich sag mal, Peter Wolf, vielen lieben herzlichen Dank. Es geht weiter. Hier, die deutsche Presse schreibt, hier, da. Neue Umfrage zur US-Wahl. Rückschlag für Trump. Harris punktet. Ja, sehr schön. Zeit Online schreibt, Kamala Harris auf der Überholspur. Was haben wir denn hier? US-Wahlkampf der Demokraten. Eine wird gewinnen, es wird Kamala sein. Und hier, leuchtet da jemand von innen? Kamala Harris. Hier, Trumps Nichte überzeugt. Kamala Harris versetzt ihren Onkel in Angst und Schrecken. Ja. Und ZDF sagt, Jennifer Aniston und Kamala Harris gegen Trump. Ja. Dann hier, Selbstbewusstsein von Kamala Harris. Sie wird zuletzt lachen. Genau. Dann hier, erste Umfrage. Sie liegt vor Trump. Ja. Und was haben wir hier sonst noch? Darum muss Trump vor Harris zittern. Ja. Jetzt hat hier einer kommentiert, dumm nur, dass die Leser der deutschen Mainstream-Presse nicht in den USA wählen. Ja, wir sind ja gerade hier, Martina und ich, wir sind ja gerade hier, ja. Und wir haben tatsächlich noch keinen getroffen, der gesagt hat, er wählt auf jeden Fall die Demokraten. Haben wir noch nicht getroffen. Irgendwie merkwürdig, ist merkwürdig. Aber wahrscheinlich, wenn die deutsche Presse schreibt, dann ist, so, dann ist das auch so. Hier, gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus. Strategie der Bundesregierung für eine starke, wehrhafte Demokratie und eine offene und vielfältige Gesellschaft. Ja, also wie offen und vielfältig die Gesellschaft ist, das konnte man ja am 3. August in Berlin sehen, bei der Demonstration für Frieden, Freiheit und Liebe. Dazu komme ich gleich noch. Ja, und die Frau Faeser hat sich jetzt vorgenommen, ist wirklich wahr, seid ihr dran, ja. Kleinkinder, dreijährige Kleinkinder in der Schule schon, im Kindergarten, im Kinderhort schon zu zu beeinflussen. Ist das schön? Da geht's lang im besten Deutschland aller Zeiten. Hier, Frankreich schockiert bei der Eröffnung der Olympischen Spiele mit einer satanischen Freakshow. Naja, satanisch, das sind so Worte. Ja, man hat sich dazu aber nicht geäußert, aber nachdem die ersten Werbekunden abgesprungen sind, hat man sich dann ein klein wenig entschuldigt. Böse Zungen sagen, also wenn das eine, wenn diese Sache hier mit einem muslimischen Propheten gemacht worden wäre, ja, was sie hier mit dem Abendmahl von Christus gemacht haben. Christian, wie komme ich denn auf Christian? Mit Christus gemacht haben, da wäre ja Polen offen gewesen. Aber egal. Übrigens, das ist eine Schwuppe, ja. Die Schwuppe, die dafür verantwortlich zeichnet, ja. Für diese kleine LGBTQ-Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Wirklich wahr, der ist gerade vom Blitz getroffen worden. Das ist ja, böse Zungen sagen, ja. Karma has catch him. Manchmal
geht es schnell. Ja, Marie Agnes Graf Dracula Strack-Zimmermann hat 1800 Anzeigen wegen Hassposting im Internet gestellt. Alter Hut, inzwischen sind schon über 2000. Und die gute Nachricht, sie macht da mit einem Parteikollegen zusammen, einer von der FDP. Ja, der verdient dann auch ordentlich Geld damit. Eine Hand wäscht die andere. Schmutzig genug sind sie ja. Und hier, Bayerns Ministerpräsident will Corona-Aufklärung verhindern. Vor was hat Markus Söder Angst? Er hat gesagt, hier, das würde der AfD in die Hände spielen. Ja, böse Zungen sagen, das ist ungefähr so, als wenn man als Mörder, ja, oder als Totschläger oder in diesem Falle als Verbrecher vor Gericht stehen würde, ja, und sagen würde, ja, Moment, aber ihr könnt nicht gegen mich richten und urteilen, weil das würde ja dem Rechtsstaat in die Hände spielen. Also decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Ich find's gut, ja. Dann hier, Grüne soll Steuern im Online-Casino verzockt haben. Ja, wir machen das nicht so kompliziert. Wir gehen direkt an Auto und verzocken da die Kohle. Spaß beiseite. Nein, hier, hier, hier. Birgit Kemmer, 63, trat nach der Untreueanklage von ihren Ämtern als Fraktions- und Verbandschefin zurück. Ja. Emsland Süd. Ja gut, okay, ein bisschen Unterschlagung, wenn man spielsüchtig hier verzommern machen. Ja. Der Iran hat sich beschwert über die Wokenspiele. Ja, der Iran hat gesagt, das geht gar nicht, die Olympischen Spiele. Der Iran ist verunstimmt, aber was will denn der Iran? Wenn die Nachricht stimmt, würde Ungarn nach Trumps Wiederwahl die NATO und die EU verlassen, um den BRICS-Staatenbund beizutreten. Ja, soll er doch machen. Wer braucht schon einen Herrn Orban? Zudem habe ich heute noch mehr Nachrichten. Frauenradrennen in Washington. Die Medaillen gingen an biologische Männer. Ist auch schön, oder? Ja. Naja, gut, okay. Dann hier. Robert Habeck sieht Visastellen und Ausländerämter als nicht eingeschwungen auf das System. Ja, kann man schön sagen. Ja, also, ja, die haben jetzt halt lauter Terroristen ins Land geholt und Spione ins Land geholt. Und ja, die sind halt noch nicht so richtig eingeschwungen aufs System, dass es da Verunstimmung zu gibt. Ja, das muss von alleine flutschen. Da darf es auch keine Diskussion drüber geben. Herr Habeck, Grüße gehen raus. Dann hier, Amok-Alarm im Sicherheitsbereich. Mehrere Schwerverletzte nach Messerangriff am Kanzleramt. Ja, im besten Deutschland aller Zeiten gab es direkt am Kanzleramt, 100 Meter weiter, einen Messerangriff, mehrere Schwerverletzte. Und übrigens ein AfD-Mitglied hat erste Hilfe geleistet bei dem Araber, der da schwer verletzt wurde. Und ohne ihn wäre er wohl gestorben. Putins Krieg, Schockmoment an Front. Russland steht vor Durchbruch im Donbass in der Ukraine. Ich sage Slava Ukraina, ein Grund mehr, noch mehr Waffen in die Ukraine zu schicken. Und hier, Deutschland, Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht auf dem Vormarsch. Erstmals 10% bei der Sonntagsumfrage erreicht. Also kleine Insider-Information. Frau Wagenknecht will ja mit der CDU zusammengehen. Wirklich wahr, ja, die will gesagt, wir gehen mit der CDU zusammen, in Thüringen zum Beispiel, gegen die böse AfD. Und jetzt sagen wiederum böse Zungen, Moment mal, die CDU ist für Krieg, für Waffenlieferung, für Raketen und überhaupt. Und die Wagenknecht spielt sich doch immer auf als Friedensbotin. Ja, Frieden und Freunde, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Wählt bitte Sarah Wagenknecht, ja, dann könnt ihr mit der CDU gehen und die wahre Friedenspartei, diese böse AfD, verhindern. So sieht's aus. Schock am Strand. Afghane soll 3 Kinder sexuell belästigt haben in Warnemünde. Aber Freunde, das war jetzt nun wirklich ein Einzelfall. Ja. Sehr schön auf dem Christopher Street Day. Unlängst, ist eine Weile her, sind die Personenuniformen mit Fahrzeugen vorbeigefahren. Ist wirklich wahr. Und da stand drauf, Querfeindlichkeit jetzt anzeigen. Wir sind bereit. Bringe dich in Sicherheit, mach auf dich aufmerksam, wähle 110. Ja, also die Personenuniformen sind mit Polizeiwagen an der Demo vorbeigefahren, haben die Regenbogenfahne gezeigt und haben gleich noch gesagt, wenn jemand querfeindlich ist, also normal, dann soll er unbedingt eine Anzeige bekommen. Finde ich gut. Hier haben wir noch mal ein schönes Foto davon. Da, mit Regenbogenflagge. Walla, alhamdulillah, ist das schön. Ja, ihr wisst ja übrigens, ja, anlässlich der Europameisterschaft hatte ja die Frau Dingsbums da, die, na hier die eine, die so aussieht wie ein Mann, ja, na, die Polizeichefin von Berlin. Die hat ja Deutschlandfahren an Polizeiautos verboten. Slowik, ja, Slowik, danke. Ja. Ich habe eine Soufflöse in meiner Hand. Hier. Die Welt-TV bestätigt indirektes Abkommen zwischen CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht. Na bitte. Hier. Was als Vielfalt daherkommt, ist derzeit nichts anderes als linker Chauvinismus von Narzissten, die so beseelt von sich selbst sind, dass
sie die eigene Überheblichkeit nicht einmal bemerken. Annabel Schunke, kenne ich nicht, weiß ich nicht, stimmt zwar, ist aber nicht richtig. SPD-Spitzenkandidat wirft Teilen der Wirtschaft eine Unterstützung der AfD vor. Böse zu sagen, ey du Schmierlappen, bei euren Parteitagen sind da so eine riesengroßen Wände, da steht drauf, wer von der Industrie euch alles unterstützt, unter anderem Rheinmetall, BASF und so weiter und so fort. Ja, ja. Und die AfD darf nicht unterstützt werden oder was. Und ganz böse zu sagen, jeder, der in der Wirtschaft irgendwas zu sagen hat und die Alternative für Deutschland nicht unterstützt, der ist alternativlos dämlich und soll pleite gehen. Hier, bei uns laufen schon 11-Jährige mit Messern rum. Helfer fordern Aufnahmestopp für Flüchtlinge, berichtet die Blödzeitung. Besitzung sagen, ey, Blödzeitung, Fresse halten, ja? Solange ihr gegen diejenigen hetzt, die das schon seit 10 Jahren sagen, habt ihr überhaupt nichts zu melden. So viel dazu. Aber hier, Pistorius, wenn die USA in Deutschland verbotene Streumunition lagern, ist das ihre Sache. Freunde, unser Kriegsminister hat gesagt, wenn die USA in Deutschland verbotene Streumunition lagern, ist das ihre Sache. Ist das schön? Zu Pistorius habe ich gleich noch eine ganz tolle Nachricht. Greenpeace-Gründer NetZero würde Milliarden Menschen töten. Wenn die Gesellschaft wirklich klimaneutral umgebaut werden würde, also NetZero, spricht man das wohl aus, würde die Hälfte der Menschheit sterben. Das sagt der Mitbegründer von Greenpeace, Patrick Moore. Was weiß der denn schon? Und hier, Elon Musk sagt, die Vereinigten Staaten werden wie Venezuela, wenn Trump nicht gewählt wird. Warum auch nicht? Das ist immer schönes Wetter. So, nun haben die Russen das Springer-Online-Angebot Bild auf Russisch als ausländischen Agent eingestuft. Verwunderlich, dass sie es erst jetzt gemacht haben, wo doch die Bild bereits seit Jahren etwa so russlandfreundlich wie Blätter aus 1944 auftritt. Das verstehe ich nicht. Ja, also die Blödzeitung, die ist ja laut Gerüchten zufolge der Axel Springer Verlag seinerzeit vom CIA gegründet worden, 1949, mit 6 Millionen Dollar. Aber gut, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Herr Lauterbach verklagte vom RKI umformulierte... Nein, nochmal. Herr Lauterbach verlangte... Verklagt wird er noch, dazu komme ich auch gleich noch. Lauterbach verlangte vom RKI umformulierte Risikobewertung, um Long-Covid-Gefahr für Kinder darzustellen, denn er wollte unbedingt kleine Kinder spritzen. Ja, und bleiben wir bei Herrn Lauterbach. Er kritisiert Elon Musk und fordert mehr Verbote gegen ihn. Das ist die gelebte freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und hier... Quotenschock. Keiner will Dunja Halali sehen. Von den Medien gefeiert, von den Zuschauern verschmäht. Keiner guckt die Sendung mehr. Ich finde Frau Hayali gut. Mich guckt ja auch keiner mehr. Ja? Ihr guckt ja auch lieber irgendwie in die Landschaft Las Vegas und so Sachen, anstatt mich anzugucken. Aber ist egal. Dann Erdogan sagt hier, er würde gerne Israel überfallen. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Und hier, dass eines unserer Mitglieder einen Migranten das Leben gerettet hat, wird wohl nicht in den Massenmedien kommuniziert werden. Da geht es nochmal um den Araber, der von dem Politiker, dem AfD-Politiker da gerettet wurde vor dem Kanzleramt. Ja, darüber muss man auch nicht berichten. Ja, das sind so Details. Dann hier Spiegel. Ist Amerika bereit für eine Frau oder nur für den Frauenfeind? Ist das schön? Donald Trump ist ein Frauenfeind. Miss nicht nur, dass er gerade bei den Frauen und vor allen Dingen bei den Latinos, bei den Schwatten und bei den Unternehmern ganz viel Zuspruch hat. Aber gut, okay. Was weiß denn schon die Realität? Der Spiegel weiß es besser. Hier, das IOC hat bestätigt, dass 2 Männer in Paris gegen Frauen im Boxen antreten. Dazu kommen wir gleich noch. Sehr schön, da gibt es auch ein schönes Ergebnis. Wenn ihr noch nicht davon gehört habt, ihr werdet es gleich erfahren. Korrektivmitarbeiter will Ostdeutschland aus der BRD werfen. Das nennt sich Toleranz und Vielfalt. Also einer von Korrektiv, das sind ja diese staatlich finanzierten investigativen Journalisten. Ja? Und da hat einer gesagt, ja, Ostdeutschland muss raus aus der BRD. Ja, wir machen unseren eigenen Staat und schmeißen einfach alle raus, die nicht unsere Meinung haben. Das finden wir doch gut, oder? Dann hier, der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hat die Pervertierung des Abendmahls bei der Eröffnungsfeier in Paris verteidigt. Selbstverständlich gehören queere Menschen zur Kirche, sagt er laut der Neuen Züricher Zeitung. Ja, denn wir wissen ja alle, Gott ist
quer. Ja. Der liebe Gott hat wahrscheinlich bald gar keine Blitze mehr übrig, so viele, wie er jetzt schleudern müsste. Aber ist egal. Der Staat hat im vergangenen Jahr 77,1 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Haupttreiber sind die Sondervermögen des Bundes. Ja. Zahlen des Statistischen Bundesamtes offenbaren Lindners wahre Bilanz und die, hier steht, Verlogenheit seiner Politik. Herr Lindner ist nicht verlogen, er ist halt kreativ. Ja, es ist schon ein paar Tage her, an dieser Stelle herzlichstes Beileid. In Southport in England wurden drei kleine Mädchen niedergemetzelt von einem angeblich 17-jährigen Schwatten. Ja. Dann wurden noch neun andere Kinder verletzt und zwei Männer verletzt. Und jetzt gab es ein paar Unruhen. Jetzt haben die Engländer gesagt, das wollen wir nicht. Ja, da gehen wir jetzt auf die Straße. Aber gute Nachrichten, die Personenuniformen haben richtig drauf geknüppelt und machen jetzt gerade im Moment massenhaft Festnahmen und Hausdurchsuchungen bei allen Leuten, die bei der Demonstration Redelsführer waren. Politiker ließen sich Impfpässe fälschen. Darüber berichtet die Zeitung heute. Naja, fälschen. Das sind so Worte, oder? Ja. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Dafür sorgen die gleichen Politiker dafür, dass die Ärzte, die Pässe gefälscht haben, ins Gefängnis kommen. Ja? Böse Zungen sagen, wie ist denn das eigentlich damals gewesen, ja, wo zum Beispiel Juden ja, auswandern konnten, weil sie einen gefälschten Pass hatten? Ja? Urkundenfälschung bleibt Urkundenfälschung. Ja, das hätte man eigentlich auch bestrafen müssen. Bürgergeld wird immer mehr zur Stütze für Ausländer. Jeder zehnte Empfänger ist ein Syrer. Ja gut, okay, aber neun andere kommen nicht aus Syrien, zum Beispiel aus dem Irak, Afghanistan, aus Ghana und so weiter. Hier, jetzt kommt's. Ein Wahlplakat sorgt für Furore. Die AfD, das sind ja NAZIs, Rechtsradikale, die machen so ein böses Wahlplakat. Ganz schlimm, da ist natürlich der Hitlergruß drin, ist doch logisch. Da gab es jetzt eine Strafanzeige und natürlich zu links, eine Strafanzeige, jetzt geht's los. Ja, und jetzt gab es wieder, hier, AfD-Plakat mit Hitlergrußandeutung, Eklat in Brandenburg. Jetzt gab es wieder böse Zungen, die sagen, ja, Moment mal, aber gab es da nicht schon mal andere Plakate, wo die Leute auch so diese Hände gezeigt haben? Ich zeige sie euch gleich. Moment, ich muss blättern. Bin jetzt aber schlecht vorbereitet. Ja, Freunde, das ist live. Wo ist das hin mit den Händen hier? Hier, ja. Ja, hier. So, Achtung. Da ist das natürlich völlig in Ordnung an der Stelle, oder? Ich habe noch mehr. Oder hier bei den Schwatten ist das auch in Ordnung, ne? Ja, Ballah, Alhamdulillah, kann man das ruhig machen, ja? Oder hier, ja, ist auch völlig in Ordnung, ja? Aber wenn die AfD das macht, dann ist das der Hitlergruß, der Versteckte, ja? Oder hier, alles in Ordnung, ja? Ha, man muss halt bloß die richtige Hautfarbe haben und Gesinnung, dann kann man das auch machen. Aber als Deutscher, nein. Und das war auch in Ordnung, ne? Ja, aber nicht, wenn die Alternative für Deutschland ein Wahlplakat macht, wo man die Kinder behütet sehen möchte. Jetzt muss ich wieder umständlich zurückblättern, aber das mache ich halt gerne. Es sind ja noch viele Nachrichten, die ich noch gar nicht vorgetragen habe. Die kommen jetzt aber gleich. So, und zwar, es geht weiter. Seid ihr noch da? Ja, sehr schön. Es geht weiter. Ach ja, hier, der Weichreite-TV und Björn Banane sind überfallen worden, ja, von zwei, naja, die waren halt von der Antifa. Und jetzt haben sie bei dem einen eine Hausdurchsuchung gemacht und ganz viel Sprengstoff festgestellt. Die mussten im Umkreis von 200 Meter alle Häuser absperren, ja, so viel Sprengstoff war das. Aber das war jetzt wirklich eine Ausnahme, ja, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der bei der Antifa war, nein. Umwelthilfe warnt vor Hitzehölle in Deutschen. Großstädten, hier, jetzt kommt's. Zu viel Beton, zu wenig Grün. Die deutsche Umwelthilfe stellt den Städten ein schlechtes Zeugnis aus. Böse Zungen sagen, Beispiel Berlin, da war das ja früher so, da gab es Schrebergärten, das ist wirklich wahr. Ja? Da hat mir meine Mutter erklärt, die war ja Erdkundelehrerin. Boah, die kennt sich ja aus, ja. Also müsst ihr euch das so vorstellen. Der Wind kommt immer meistens von Westen, ja. Da hat man im Osten die Fabriken gemacht mit den ganzen Schornsteinen, damit das weggeht. Ja, sollen die Nachbarstädte den Dreck abkriegen. Und dazwischen waren überall sozusagen, zwischen den Häusern waren sozusagen freie Flächen, wirklich wahr. Freie Flächen und da waren die ganzen Schrebergärten. So, und da ist Folgendes passiert, da diese freien Flächen mit den Schrebergärten, ja, oder Parks, so Sachen, ja. Ja, da war ja viel Wasser, viel Feuchtigkeit, Verdunstungskälte, ja. Und wenn dann der Wind von Westen kam, ging der über die ganzen Parks, ja, und auch Wälder in Berlin, ja, und Schrebergärten und hat die Stadt kühl gehalten, ja. Und weil so ein paar studierte Spezialisten in den 1970er Jahren bis heute einfach mal die ganzen Schrebergärten abgeholzt haben und auch Parks weggemetzelt haben und da Häuser hingebaut haben, staut sich jetzt die Luft in so großen Städten und deshalb wird das wärmer. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Es liegt am Klimawandel. Erich Kastenmeier, ich sage vielen lieben herzlichen Dank. Und ja, hier. Krieg in Nahost, Baerbock ruft zur Deeskalation auf.
böse Zungen sagen, ey Baerbock, bist du völlig verblödet? Ruf doch lieber mal zur Deeskalation zuallererst in der Ukraine auf. Ja, Freunde, aber das eine ist das eine und das andere ist das andere. So, was haben wir hier? Ein schöner Kommentar hier von der Katalane. Der Katalane. Danke an der Stelle für den Kommentar, es ist ja eine Frage. Wie würde ich derzeit nach Nevada kommen? Habe ich was verpasst? Ich habe mich nach wie vor an keinerlei Genexperimenten beteiligt. Ja, Martina und ich sind durchgeimpft bis zum geht nicht mehr. Martina und ich, wir haben ja ungefähr 50 Booster. Ja klar, ja logisch. Walla, alhamdulillah, richtig durchgeboostert. Oder... So wie Jerome, ja. Oder aber, ja, der Katalane, ja, informier dich mal. Seit anderthalb Jahren, genauer gesagt seit 18 Monaten, braucht man natürlich keine Spritzung, um hier reinzukommen. Ja, ansonsten wären wir nicht hier. Du Dödel. Aber gut, okay, Schwamm drüber. Ja, soviel zum Thema, ich bin nicht informiert. So, Ford wollte bei den E-Autos endlich aufholen. In der Elektrosparte verbuchte der Autobauer im vergangenen Quartal, letzten drei Monate, einen Verlust von über 1,14 Milliarden Dollar. Freunde, einfach Augen zu und durch, wird schon gut gehen. Hier ein schönes Video, wie die Polizei mit einem Schwatten umgeht. Hier, da, das ist Respekt hier vor der Polizei. Da, guckt es euch an, da. Könnt ihr sehen? Ja. Ja. Wenn das ein Querdenker wäre, dann wäre der schon tot. Ja? Wenn das einer von der AfD wäre, ja, wie zum Beispiel der Carsten Hilse, der wegen einer nicht getragenen Maske zu Boden geworfen wurde und verletzt wurde, ja, ja der wäre schon niedergemetzelt. Aber bei so einem Schwatten mit einem Messer, wow, da muss man Obacht geben. Ja, wenn es so ein Behinderter auf einer Querdenken-Demo gewesen wäre. Aber dem Schwatten mit einem Messer, oh, da haben wir Angst. Ja, zu Recht. Ist ja richtig so, ja. Offenbar bereiten sich Verfassungsschutzlandesämter auf die AfD in einer Regierung vor. Sie wollen den Informationsfluss abschneiden. Sollte die AfD nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsenburg und Thüringen in einer Landesregierung beteiligt sein, würde das jeweilige Landesamt für Verfassungsschutz einem Medienbericht zufolge vom Informationsfluss der anderen Verfassungsschutzämter abgeschnitten werden, Freunde. Das ist gelebte Demokratie. Macht euch aber keine Sorgen. Wir verbieten die AfD, bevor es soweit ist. So, jetzt möchte ich mal ganz herzlichen Dank sagen an Ronald Klinker. Danke, lieber Ronald und Ralf Bollinger. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für deine lieben Sprachnachrichten. Gute Genesung von uns und vielen lieben herzlichen Dank. Danke auch an Jörg Arndt und Frank Sievert und Peter Holstein. Christian Schmidt, auch dir sei gedankt. So. Ulrike Krüger an der Stelle, herzlichsten Dank, auch von Martina. Die Bundesregierung verstößt gegen das Verbot von Streumunition. Ja, na gut, okay, das hatten wir doch eben schon. Laut dem Übereinkommen über Streumunition darf keine Streumunition durch Deutschland transportiert werden. Ja, wird ja nicht transportiert, wird doch nur gelagert. Aber die US-Armee hat offen zugegeben, dass sie der Ukraine über Deutschland Streumunition liefert. Also gut, ja, also jetzt wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Politik beschließt Impfangebot für alle ab 12 Jahre. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, es geht jetzt wieder los. Ja, die Vogelgrippe ist im Anmarsch, ja. Böse Zungen sagen, das Ding heißt Vogelgrippe, weil das Vögel betrifft, ja. Ja, so Vögel, es betrifft Vögel, ja. Vögel, es ist eine Vogelgrippe, ja, aber ist egal, ist egal. In der Auseinandersetzung rund um die behaupteten Vergewaltigungsvorwürfe gegen Till Lindemann geht dieser jetzt gegen den Spiegel vor. Was fällt denn dem ein? Wegen Ungereimtheiten rund um eidesstattliche Versicherung zeigt der Rammstein-Sänger das Magazin wegen Urkundenfälschung und Prozessbetrug an. Böse Zungen sagen, jede einzelne Spiegelausgabe ist eine einzige Urkundenfälschung, weil da nur Lügen drinstehen, weil alles verdreht ist, ja, weil es Lügenmäuler sind. Schmierlappen und Lügenmäuler, weil alles verdreht ist. Ja, es ist alles eine einzige Urkundenfälschung. Aber das sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Ich finde den Spiegel toll. Spazierfahrt mit dem Auto. Wer kein Ziel hat, muss blechen. Wirklich wahr. Sinnloses Umherfahren, Straßenverkehrsordnung wird bestraft. Also wenn ihr sagt, ich habe ein Motorrad, voilà, ich fahre jetzt ein bisschen die Abus. Nein, ich fahre jetzt ein bisschen die Havelchaussee lang. Das ist, wer das nicht weiß, da ist rechts Wald und links Wannsee oder andersrum. Links Wannsee und rechts Wald? Nein, rechts Wannsee und links Wald, je nachdem, von welcher Seite man kommt. Das ist lustig, oder? Ja. Wird bestraft. Also rum, wenn ihr erwischt werdet, ja, wo fahren Sie gerade hin, sagen Sie nicht, ach, wir wollten bloß mal den neuen Wagen ein bisschen ausfahren. Strafe! Ja, wenn Sie ja rumfahren und erwischt werden, wo fahren Sie hin? Joa,
Grün. Ja, ich kann abends nicht so gut schlafen, aber wenn ich so ein Stündchen durch die Gegend fahre, kann ich gut schlafen danach. Oh, sinnloses Umherfahren wird bestraft. Im besten Deutschland aller Zeiten. Jetzt kommt's. Da können wir ja live berichten. Hier, Spiegel, Wahrheitsmanufaktur. Ja, wirklich wahr. Schon 44 Grad in Las Vegas. Frühe Hitzewelle im Westen der USA. Der US-Wetterdienst warnt Millionen von Bürgern in den Bundesstaaten des Westens vor extremer Hitze. Ja, da habt ihr es mal. In einem haben sie nicht gelogen, 44 Grad. Ja, 44 Grad stimmt. Ja, wir haben tatsächlich, wir hatten schon 45 Grad. Ja, ich selber, ich kann mich erinnern, unlängst vor nur 15 Jahren war ich schon mal hier geschäftlicher. Und da hatte ich schon mal 50 Grad, ja. Und ganz böse Zungen sagen, wenn man das googelt, ja, heißester Tag in Death Valley, das ist hier um die Ecke, ja, das war 1913 mit 57,3 Grad, 1913. Jetzt sagen böse Zungen wieder, Moment mal, wenn vor 111 Jahren der heißeste Tag war in Death Valley. Hätte das nicht eigentlich vor 111 Tagen sein müssen, wenn wir, aber ist egal. Wenn der Spiegel schreibt, das wird immer schlimmer, dann wird das immer schlimmer. Ja, mein Gott. Hier, jetzt landen wir so ein bisschen in der Gegenwart. Hier, habt ihr mitbekommen, die italienische Boxerin, sie heißt Angela Carini, verlor beim olympischen Frauenboxen gegen einen biologischen Mann. Sie brach den Kampf nach 45 Sekunden ab. Das ist nicht gerecht, rief sie daraufhin, verweigerte den Handschlag mit Imame Khelif aus Algerien und sank weinend im Ring zu Boden. Was ist passiert? Er ist ein Mann, sagt aber, er ist eine Frau, damit ist er eine Frau, Punkt, aus, Ende, ja, so. Und ganz böse Zungen sagen, unsere Bundesregierung steht darauf, dass Frauen verprügelt werden, ja, weil auch die Bundesregierung hat nämlich mit dem Selbstbestimmungsgesetz entschieden, dass jeder auch Hinz und Kunz, ja, einmal im Jahr entscheiden kann, ich hätte gerne jetzt ein anderes Geschlecht. Und das wiederum führt dazu, dass bei Olympia dann Männer Frauen verprügeln dürfen, ja. Und Frau Claudia Roth findet es toll, wenn Männer Frauen verprügeln dürfen, ja. Ja, böse Zungen sagen, wenn es die richtige Frau wäre, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber wie komme ich gerade darauf bei Claudia Roth, aber gut, okay. Hier, Brasilien-Surfer told to remove Christophe's Surfboard on or be disqualified from the Olympics. Ich übersetze mal simultan, ja. Der brasilianischer Surfer hatte Jesus Christus auf seinem Surfboard. Und da hat man gesagt, ja, wenn das jetzt Mohammed wäre, würden wir den Mantel des Schweigens drüber decken. Aber das ist ein Christ, ja. Und dann auch der Chef von den Christen, Jesus, ja. Wenn du das nicht abmachst, ja, kratzt das Ding ab. Wirst du disqualifiziert. Schön, gefällt uns gut, mir gefällt es gut, euch gefällt es auch gut, oder? Helmut Schmidt, ich sage vielen herzlichen Dank. Grüß mir deine liebe Frau, ja. Und Christian Schuster, auch dir einen lieben Dank. Oh, Freunde, jetzt geht's weiter. Hier. 5 EU-Länder, darunter Deutschland, führen europäische Impfkarte ein. Bereits im Jahr 2026 soll die europäische Impfkarte in der ganzen Europäischen Union eingeführt werden. 5 EU-Staaten, darunter Deutschland, nehmen jedoch jetzt schon an dem Pilotprojekt teil. Freunde, da geht's lang. Und wenn ihr die Karte nicht habt, könnt ihr nicht reisen. Blackout-Gefahr, Millionen Solaranlagen müssen wieder rausgerissen werden. Ist das schön, ja? Da hat man ein Haus, schön, oh, voilà, ich habe Solaranlage auf dem Dach, ich bin unabhängig. Finanziert von allen anderen, die keine Solaranlage haben, ja, mit der sogenannten EEG-Umlage und anderen Steuern. Und jetzt müssen viele Millionen Solaranlagen rausgerissen werden, sonst gibt es einen Blackout. Ist natürlich alles Murk. So, Kompaktmagazin ist ja verboten. Nächste Woche soll ja da dieser Eilantrag vor Gericht und überhaupt, dass das wieder revidiert wird. Ja. Aber bis dahin, ja, gibt es ein Alternativmagazin. Und da sind die gleichen Inhalte drin wie Kompakt. Steht bloß was anderes drauf. Und das Ding heißt hier, Nancy. Da wird sich Nancy freuen, oder? Ich bin dafür, dass wir das auch verbieten, oder? Verbieten. Ja, böse Zungen sagen, wer kauft denn ein Magazin, wenn da vorne schon so eine Ausscheidung abgebildet ist, oder? Sagen böse Zungen, sind nicht meine Worte. Dann hier, Exklusivinterview. Baerbock bringt Reporter in Bedrängnis. Olympiamedaillen, deutsche Leistung. Interessiert doch überhaupt niemand. Mich interessiert, was da drunter steht. Mir hat nämlich einer von euch geschrieben, dass manchmal unter meinen Videos so Werbung steht, hier in diesem Falle Korrektiv, wirklich wahr. Und Korrektiv sagt, AfD schadet der Wirtschaft. Sag Korrektiv, ja. Das ist ja der Grund, warum jetzt schon ein Drittel der Großkonzerne abgewandert sind. Ein weiteres gerade die Koffer packt und ein weiteres Drittel überlegt, zuzumachen oder auch auszuwandern. Aber egal. Hier, will Abtreibungsverbot und propagiert völkisches Frauenbild. Ja, böse Zungen sagen, wer hat euch denn das erzählt? Und leugnet Klimawandel und will Klimaschutz abschaffen. Ja, klar, logisch, ist ja klar, ja.
will Massendeportationen teilweise sogar von Menschen mit deutschem Pass. Und jetzt kommt's. Die AfD greift Presse- und Meinungsfreiheit an. Genau, ja. Die AfD will ja zum Beispiel so Magazin mit einer anderen Meinung einfach verbieten. Also ganz schlimm. Und sie macht eine Politik für Superreiche und ist gegen den Mindestlohn. Böse Zungen sagen, nein, das ist alles eine Lüge nach der anderen. Wieso steht das unter den Videos auch von mir? Weiß ich nicht. Freunde, Korrektiv lügt nicht, die sind steuerfinanziert. Ja, bitte. Entdeckung von 70.000 Kinderpornos im Antifa-Milieu. Verbindung auch nach Österreich. Der Auslöser waren Ermittlungen im linksextremen Antifa-Milieu durch die ungarische Polizei im Zusammenhang mit den Prügelattacken rund um die deutsche Antifa-Gewalttäterin Lina E. Und dann entdeckten sie mehr als 70.000 Kinderpornos bei der Antifa. Freunde, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Und ab September 2024 werden 480 Hotelangestellte in Berlin arbeitslos, weil das Hotel zu einem Flüchtlingsheim gemacht wird. Warum auch nicht? Und hier, Orban rechnet mit Deutschland ab, Super-GAU für Scholz. Herr Orban sagt unter anderem, Nord Stream 1 und 2 wurde von den Amerikanern gesprengt, Freunde. Das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig, kann doch wohl nicht wahr sein. Sowas regt mich auf. Krieg in der Ukraine, Durchbruch im Donbass. Ukraine-Kanal bestätigt Russlands Vorrücken an der Front. Ich sage nochmal, wir müssen mehr Waffen liefern an die Ukraine. Dann hatten wir eine Demo in Berlin für Frieden, Freiheit und Liebe, also unlängst am 3. August. Ja, und da haben die Personenuniform erstmal das Einsammeln von Spenden verboten. Dann haben die Personen Uniform verboten, Wasser zu verkaufen bei 26 Grad und blauem Himmel. Ja, ja, ja. Und dann haben sie auch noch verboten, das Wasser zu verschenken. Böse Zungen sagen, warum habt ihr denn nicht gleich das Pinkeln verboten und das Atmen verboten? Ja, oder am besten mit dem Maschinengewehr einfach alle abknallen, dann habt ihr dieses miese, schmierige Gesindel von Systemkritikern nicht mehr an der Backe. Das wäre doch einfacher gewesen. Und ganz böse Zungen sagen, wenn man vor 5 Jahren gesagt hätte, dass bei einer Demonstration das kostenlose Verteilen von Wasser verboten wird, dann würde man sagen, das ist in einer faschistischen Diktatur. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Hier, da ist er, ja, da ist er hier. Das ist hier der Spezialist, der die Olympischen Spiele, die Eröffnungsfeier organisiert hat. Ja, ja, der wurde jetzt vom Blitz getroffen. Aber er hat überlebt, er ist im Krankenhaus. Ja. Ein Wunder, ja. Er war von Gott beschützt wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das so. Kindervergewaltiger darf an Olympia teilnehmen, Pferdeschlägerin nicht. Die Dressurreiterin Charlotte Dujardin wurde für die Olympischen Spiele gesperrt, da sie vor 4 Jahren ein Pferd geschlagen hat. Währenddessen darf der Beachvolleyballspieler und verurteilte Vergewaltiger eines 12-jährigen Mädchens, Steven van de Velde, ungehindert teilnehmen. Freunde, alte Regel, das eine ist das eine und das andere ist das andere. AfD im Bundestag, es droht die Stilllegung aller alten Autos durch die EU, ist wirklich wahr. Frau von der Leyen hat jetzt entschieden, dass alle Autos, die Euronorm 4 und 5 sind, nicht mehr betrieben werden dürfen. Ist das schön? Ja, wirklich wahr. Es betrifft ja nur ungefähr gut 20 Millionen Autos. Guckt mal nach, was ihr so habt. Also dank Frau von der Leyen, die ja nicht gewählt wurde, aber trotzdem da ist. Das ist nämlich Demokratie. Ja. Werden also laut ihrem Plänen demnächst sämtliche Autos stillgelegt, die Euronorm 4 und 5 sind. Und 3 auch. Und 2 auch. Und 1 auch. Und 0 auch. Und minus, ist egal. Also alles bis Euronorm 6 ist verboten. Möchte Frau von der Leyen. Dann hier. Martin Sellner. Martin Sellner, wir nähern uns jetzt der Gegenwart. Martin Sellner hat einen Auftritt gehabt, wie hieß das Örtlein, in Neulingen. Ja, in Neulingen. Martin Sellner ist ja ein Buchautor, leider auf dem rechten Weg und rechtsstaatlich. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und der Martin sagt gerade was von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Und genau in dem Moment kommt die Personenuniform rein und händigt ihm ein Schriftgut aus, dass er in, wie heißt der Ort, in in Neulingen nicht erwünscht ist, er ist Persona non grata und soll sofort Neulingen verlassen. Wirklich wahr? Und er hat dann zu der Personenuniform gesagt, wunderbar, ich wollte eigentlich einen langen Vortrag halten, aber Sie haben eigentlich schon alles vorweggenommen mit dem, was Sie hier gerade tun. Sie bestätigen das, was ich sagen wollte. Ja, Freunde, das ist schön, ne? Beste Deutschland aller Zeiten, ja. Raketenstationierung, Bundestag muss nicht gefragt werden. Vor allem aus der SPD gibt es Kritik daran und von der AfD steht hier nicht, aber ist egal, dass die geplante Verlegung von US-Waffen nach Deutschland ohne den Bundestag beschlossen und angekündigt wurde. Jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, wir sind ein besetztes Land ohne Friedensvertrag und ohne echte Verfassung. Ja? Im Grundgesetz steht, die Verfassung muss von den Bürgern noch gewählt werden eines Tages. Ja? Also wir sind ein besetztes Land ohne Friedensvertrag, wir haben hier gar nichts zu sagen. Ja? Der Amerikaner befiehlt und wir folgen und deswegen werden die Raketen stationiert. Punkt, aus, Ende. Bundestag, Bundestag. Das ist doch Kasperletheater, er ist doch Show. Nur fürs Volk, fürs gemeine Pack. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Jetzt kommt. Döp, 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 ist jetzt rechtsextrem. So, Auszug aus dem Tagesspiegel zur Querdenken-Demo aus Berlin.
Auch sonst fanden sich immer wieder Rechtsextreme, zumeist versteckte Zeichen, auf der Demonstration. Also immer wieder fanden sie sich. So trug eine Frau etwa ein T-Shirt mit Döp, 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 eine Anspielung auf das Sylter Lied Ausländer raus. Besitzungen sagen, nein, das ist ein deutscher Schlager, der auf Sylt verunstaltet wurde. Aber den Schlager gab es schon viel länger, viel früher. Ja, so sieht's mal aus, ja. Dämlicher Tagesspiegel, ihr Schmierlappen. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Gender-Theoretiker müssen jetzt sehr stark sein. Ein Forscherteam der US-amerikanischen Stanford University hat sich die Gehirne von mehr als 1000 Probanden angesehen. Wir wissen also an dieser Stelle, aus dem Bundestag war ganz sicher niemand dabei. bei der überwältigenden Mehrheit erkennt man das Geschlecht bereits am Gehirnscan. Ja, also es gibt gar keinen LGBTQ laut dieser Studie. Freunde, das ist zwar richtig, ist doch aber falsch, bitte. So, das war doch mal eine XXL-Sendung, oder Martina? Boah, war das Ding lange, oder? Aber ich bin das euch schuldig. Ich denke, ich habe einen Ordner für Ausdauer verdient. Du kriegst einen Orden. Du kriegst einen Orden für Ausdauer und ihr auch, weil ihr ja zugeschaut habt. Danke, danke, danke. Du kriegst auch was, dass du so... Ah ja, Freunde, Freunde, jetzt habe ich... Da hast du mir den Bonus noch aufgehoben, Freunde. Jetzt kommt der Knaller. Ja, wir sind ja nicht gelaufen. Wir sind ja auch nicht mit dem Schiff gefahren. Ja, wir haben überlegt. Ja, laufen wir, aber ist ja zwischendurch Wasser, ja. Haben wir also ein Flugzeug bemüht? Ja, wir wollten unseren CO2-Fußabdruck noch ein bisschen erhöhen. So. Ja. Und Freunde, ihr werdet es nicht glauben, jetzt zeige ich euch gleich einen Schokoriegel, den wir bekommen haben. Ja, wenn der Tagesspiegel den Schokoriegel sehen würde, dann würde der Tagesspiegel sagen, versteckte rechtsextreme Zeichen. Aber bevor ich euch den Schokoriegel zeige, möchte ich euch erstmal Danke sagen fürs Zuschauen. Danke, dass ihr diesen kleinen, aber feinen Kanal abonniert habt. Ja, hier ist was los, oder? International, ja. Braun bist du. Ja, bin braun, ja, ist klar. Und Haut, schöne Hautfarbe habe ich auch bekommen. Ja, und da passt gleich zu dem, was ich euch zeige. Und ja, ansonsten danke ich euch auch dafür, dass ihr, wenn ihr gerade nicht so gut drauf seid, dass ihr euch jetzt zusammenreißt und wieder schnell gesund werdet, wieder auf den Damm kommt. Bitte, 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 wenn ihr im Krankenhaus seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch, denn wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Tatkraft, so, so sieht das nämlich aus, ja. Und liebe Unterstützer, ja, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch kann ich diese Videos gar nicht produzieren, ja. Müsste ich ja vielleicht doch im Bundestag mal richtig ranknüppeln. Nein, nein, ich habe ja Bruno Pete, den Hausmeister, der zieht das Ding durch, ja. Der vertritt mich, auch Kevin Heinzelmann, meine Buchhaltungsschuppe ist fleißig, ja, hat sich lange nicht mehr blicken lassen. Aber wir haben jemanden. Ja, wir haben ja, Freunde, wir haben ja, na, ich kann das ja sagen, ich habe das ja vorher schon gesagt, wir haben ja ein Familienmitglied mitgenommen hier nach Amerika, ja. Ich will jetzt nicht sagen aus Mitleid, aber wir haben ja auch therapeutische Aufgaben hier, oder? Ist das nicht so? Ja, wir haben ja. Und der kommt ja auch noch zu Wort. Er kommt auch noch zu Wort, ja. Und ich würde mal sagen, ihr macht jetzt munter weiter. Wir machen munter weiter, ne? Oder? Ja? Ja? Ja. Ich würde sagen, ja. So, wir haben einen Schokoriegel bekommen in der, im Flugzeug. Ja. Den zeige ich euch jetzt mal. Aber zuvor das sage ich, meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt. Und wichtigste Botschaft auch heute. Wir haben euch lieb. So, jetzt kommt der Schokoriegel. Guckt euch das mal an. Ja, ob der schmeckt. Ja. Und ja. Sea Salt. Interessant. Alles Liebe. Boah, dafür wird das Video aber gestreikt. Ha!